Servus Leute, heute habe ich ein Video für euch, da gibt es zwei PvP-Szenen, also kein ganzer Raid. Und ja, da ging es einfach komplett zur Sache, ihr kennt es vielleicht. Es gibt so Situationen, da sind sau viele Spieler unterwegs und es ist einfach PvP nonstop. Und genau solche zwei Szenen habe ich euch da rausgesucht. Einmal auf Reserve und einmal auf Shoreline im East Wing. Ja, und viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Schaut es euch einfach an, es geht auf jeden Fall zur Sache. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben natürlich und ein Kommentar unter dem Video hilft immer sehr. Jetzt viel Spaß mit den Szenen. Stärke 35, wupp wupp, let's go. Endlich. Läuft was. Ich hab ihn gesehen. Oh Gott, das sind noch zwei, hä? Nein. Er war hier im Gras gelegen. Weiß nicht, ob er tot ist. Ich glaube aber, die Nate war nah an dem dran, aber ich glaube, die hat er überlebt. Keine Ahnung, ob er tot ist. Aber ich kann jetzt da oben auch nicht mehr pieken, weil hat schon zweimal neben meinem Kopf gezischt. Nochmal. Bedeutet wahrscheinlich tot. Und dann trotzdem noch overweight. Was wiegt so eine Waffe? 4,4? Ah. Ja. So wäre ich overweight. Das ist halt echt übel. Also ich habe da ein Loadout, mit dem man dann nicht overweight ist, das geht dann, aber Stärke Elite und man ist immer noch fast am Start overweight, übertrieben. Skaff, ne? Linkspeak war nicht so gut. Ist unter mir.
Ja, ne? Ja, ne? Der war clean. Servus, DK. Ja. Also, puh. Oh, da ist noch einer. Ich will doch bloß Scavs töten, verflucht. Ich komm nur PMCs. Lieber Gott. Granaten, Mann, ich brauche Granaten. Scheiße. Das war, glaube ich, der fünfte. Nach seiner Granate ist ihm klar geworden. Möglicherweise bin ich unten. So. War das eine Fünfergruppe am Anfang? Ich gehe. Jetzt hör halt auf. Sechsergruppe, Kappa. No, wo bist du her? Er ist da doch drin.
Ah! Er ist doch da! Ah, shit, da ist noch ein Raum. No! Oh, ich hab den am Anfang genadet. No! Spieler. Was zur Hölle? Nee, Hawk, so nicht. Danke für die 400. Der wollte mir auf die Schulter... Ey, hätte der richtig geschaut, oder gut? Er hatte eine PP. Weiß nicht, ob er was hätte gemacht, aber er hätte mich auf jeden Fall auf dem falschen Fuß erwischt. Nichts gehört, ey. Oh, das war ein bisschen Gigapeak. You dead? Wie viele sind denn das? Schönen Laser hat er auf jeden Fall. Was ist hier los, ey? Ich dachte, da wären ein, zwei, das sind vier. Nee, ich glaube, das ist eine Gruppe. Ich glaube, hinten im zweiten Stock war einer, der auf mich geschossen hat. Einer, der weggerannt ist. Keine Ahnung. Auf einmal kommen sie, ne? Aus ihren Löchern. Die Armor ist halt so geil, ne? Man kann sich halt... Ah, man ist so agil mit dem Ding. I saved you! What? Oh, thank you! Yeah, no... You're welcome! You're pretty fucking accurate with that thing, man. Yeah. I can show you. I can teach you. You didn't. I can... Yeah! I don't know about that, man. Yeah. Don't have a choice. Was ist das? Blindfire? Yeah! Yeah!
erfahren. Hold that for me. Alter, hat er das überlebt, der Sack? Gut. Das war knapp. Ja, er hat halt einen Treffer in den Arm gelandet. War nicht so knapp. War nicht so knapp. Ich glaube, den hat der tatsächlich, Max. Beim Runterdroppen. Der Shotgun-Dude. Der hat nicht zu denen gehört. Der hat sich da drin verkämmt und drei sind um ihn rumgelaufen. So, ich glaube, das war's jetzt dann aber. Boah. Ey, das ist die Armor, die ist halt... Boah, man hat so keinen Turning Speed... Ist das Ding ist so geil. Jetzt... Meine Sense fühlt sich normal an. Jetzt merke ich sie erst. Die ganze Zeit irgendwelche Schund-Armors gespielt. Ab ins Discord mit den Clips. Was zur Hölle, Mann? Ich hätte da nicht hingehen sollen. No! Ich hätte es wissen sollen. Es war verdammt nochmal Senator. Schon wieder.